Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich begrüße euch heute zum zweiten Tag unseres Reisevlogs in Auffach. Nach einem kräftigen Frühstück ging es für uns dann los. Wir wollten heute zum ersten Mal auf den Schatzberg. Im Übernachtungspreis inbegriffen ist die Wildschönau-Card. Damit hat man Zugang zu den Bergbahnen, ins Freibad, kann Tennis spielen, kann gewisse geführte Wanderungen wahrnehmen. Ein Kinderprogramm, das Bergbaumuseum, Schaubergwerk und noch mehrere Sachen gehören alles mit zum Leistungsumfang. Die Schatzbergbahn hat zwei Stationen, die Mittelstation auf 1300 Meter und die Bergstation auf 1780 Metern. Oben auf dem Schatzberg angekommen, stehen einem zahlreiche Wandertouren zur Verfügung. Die Schwierigkeitsgrade sind dabei aufgeteilt in leicht, mittel und schwer. Wo wir gerade die Aussicht so schön genießen, sollte euch der Kanal und meine Videos gefallen, bitte schnappt euch ein kostenloses Abo und hinterlasst ein Like für dieses Video. Die Wanderwege sind allesamt sehr gut ausgeschildert. Der Bergsee auf dem Schatzberg ist als Wasserreservoir für die Schneekanonen im Winter angelegt. Den großen Almabtrieb haben wir leider mal ein paar Tage verpasst, dennoch sind einzelne kleine Herden immer noch oben. Den ersten kleinen Regenschauer unseres Ausflugs haben wir dann oben im Gasthof Schatzbergalm ausgesessen. Die Wanderwege verlaufen zum Teil mitten durch die Weiden.
was dem aufmerksamen und vorsichtigen Betrachter auch wunderschöne Gelegenheiten zu exklusiven Crew-Fotoshootings bietet. Unser erster Trip für den Tag ist geschafft. Wir sind von der Bergstation bis zur Mittelstation heruntergelaufen. Ja, ist für die Knie nicht unbedingt das Beste, aber bergauf hätte ich wahrscheinlich nicht so gut überstanden. Tiroler Dorfladel in dem örtlichen Souvenirladen darf natürlich auch nicht fehlen. Nachdem wir unser Hotel wieder erreicht haben, geht es erstmal in den Wellnessbereich. Laufen und zum Schluss jetzt noch schwitzen, lassen wir uns es beim Abendessen nochmal richtig gut gehen. Ich hoffe, der zweite Tag hat euch auch gefallen und ihr schaltet dann wieder beim dritten Tag unseres Reiseblogs wieder ein. Bis dahin, macht's gut und tschüss!